kiss Fergen, no need someone to lean on. Blow a kiss Fergen, no need someone to lean on. Blow a kiss Fergen, no need someone to lean on. Blow a kiss. Hallihallo meine Lieben und willkommen zu einer neuen Rezension von mir. Heute soll es um ein Buch gehen, was mich sehr, sehr stark beeindruckt hat und definitiv eines meiner Jahreshighlights sein wird. Und zwar rede ich von Bienenstern von Lisa O'Donnell aus dem Dumont Verlag. Kostet so in der Taschenbuchausgabe wie fast alle Taschenbücher 9,99 €. Und hatte, jetzt habe ich es doch glatt vergessen, Entschuldigung. Ja doch, das war es, gell? Ja, 318 Seiten. Hinten ist noch eine kleine Leseprobe drin vom nächsten Buch. Die habe ich aber nicht gelesen, da ich mir das nächste Buch so oder so kaufen werde und dann lieber überraschend hineinkomme in die Geschichte. Ja. In diesem Buch geht es um Nelly und ihre kleine Schwester. Jetzt habe ich wirklich meinen Kopf generell leer. Oder Mani, genau. Nelly und Mani. Ach Quatsch, Mani und ihre kleine Schwester Nelly. So rum, oder? Voll, voll. Ja, klar. Mani und ihre kleine Schwester Nelly. Oh, ihr müsst entschuldigen, ich bin schon den ganzen Morgen ein bisschen durcheinander. Ja, und wie man gut hier im Cover erkennen kann, gibt es zwei ganz krasse Kontraste. Also es ist ein ganz krasser Kontrast zwischen den beiden. Und zwar ist auf dieser Seite Mani zu sehen und ihr seht, oder hier oben Mani zu sehen. Ihr seht die Zigaretten, ihr seht die Drogen und hier unten Nelly, ihr seht die Geige und ja, so sind sie auch. Mani ist ein Mädchen, das nicht auf den Mund gefallen ist. Sie sagt, was sie denkt, sie redet, wie sie will, sie macht, was sie will. Und ja, nimmt Rauch, nimmt Drogen, hat Sex, sie ist also ein richtiger Rebell, wenn man das so sagen kann. Aber trotzdem ein sehr, 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 sehr sympathischer Charakter. Und dann haben wir unten Nelly, die sehr gehoben spricht. Manchmal so gehoben, dass sehr viele Leute sie dafür, was heißt hassen, ist ein sehr krasses Wort, aber die... Müsst entschuldigen, falls ihr das hört, das ist meine Katze, die hier gerade ein wenig durchdreht. Die Leute verachten sie halt, da sie redet wie eine Königin, Prinzessin, wie auch immer man das sagen kann, als würde sie von hohem Hause kommen. Und das ist aber gar nicht so. Nelly und ihre Schwester Mani haben leider Eltern, die selber sehr drogenabhängig sind, viel Alkohol trinken, sich wenig um ihre Töchter kümmern, sie aber dennoch auf irgendeine Art und Weise lieben. Ja, und hier hinten steht schön drauf: Heute habe ich Geburtstag, heute werde ich 15, heute habe ich meine Eltern im Garten vergraben. Also es ist kein Spoiler, Nellys und Manis Eltern, Entschuldigung, muss ich mal was hinsetzen, sie sterben. Und bevor sie beide in ein Heim kommen, vielleicht getrennt werden, aber keine näheren Verwandten haben, die sie wirklich kennen, entschließen sie sich kurz an, sie im Garten zu vergraben. Es ist Winter, Heiligabend und ihr könnt euch vorstellen, wie fest der Boden da ist. Es wird also ein ziemliches Drama, die beiden dort zu vergraben. Letztendlich schaffen sie es, aber ihr Nachbar ist ein sehr aufmerksamer Mann und nach beginnt ihre Geschichte zu bröckeln und sie müssen überlegen, was sie machen. Und dann taucht auch noch ihr Großvater auf, von dem sie in ihrem ganzen Leben nichts erfahren haben. Ja, wir begleiten Nelly und Mani hier durch eine sehr krasse Geschichte. Sie ist so emotional. Also ich habe selten ein Buch gelesen, in dem ich da gesessen habe und wirklich gedacht habe, oh Mann, ich habe ein Problem, obwohl es gar nicht mein Problem ist, sondern meines Protagonisten sein Problem. Was ist Deutsch? Keine Ahnung. Und also man hat wirklich gedacht, man ist dieser Charakter selbst. Es passieren hier unglaublich traurige, aber dennoch zugleich unglaublich schöne Dinge. Man merkt einfach wieder, was ein Kontrast das ist. Es passiert viel Schlechtes im Leben, aber dennoch auch viel Gutes. Manchmal überwiegt das Schlechte, manchmal überwiegt das Gute, manchmal sieht man vielleicht nur das Schlechte, wo man auch sehr viel Gutes erlebt. Und das ist hier drinnen ein sehr starkes, ja, wie kann man sagen, ein sehr starker Aspekt. Also das wird hier sehr oft aufgegriffen. Es geht hier sehr viel um Drogen und sehr viel um... ja, wie könnte man das sagen? Emotionale Überwindung. Also man kann sich ja denken, warum Mani Drogen nimmt. Natürlich nicht, weil sie es gerne wollen würde, sondern eher, weil sie vergessen will und weil sie sich dann besser fühlt. Natürlich ist ihre kleine Schwester hingegen dessen ganz anders. Sie ist natürlich auch noch sehr viel jünger. Was heißt sehr viel jünger? Ein wenig jünger.
sie vermisst ihre Eltern, sie fängt auch an, sich mit dem Großvater zu vertragen. Sie ist eher der Mensch, sie würde alles über sich ergehen lassen, um einfach friedlich zu leben, was natürlich nicht immer möglich ist. Ich meine, man muss sich ja auch nicht alles gefallen lassen. Und ja, so ist die Geschichte. Der Schreibstil, die gefällt mir sehr gut. Er ist entweder aus der Sicht von Nelly, von Mani oder von... wir haben noch eine dritte Sicht von ihrem Nachbarn, aber ich weiß gerade nicht mehr. Lenny, genau. Von Lenny. Das sind die drei Sichten. Und Nellys Sichten sind meistens sehr kurz. Und ja, ich möchte eigentlich gar nicht mehr so viel zu dem Buch sagen. Mir hat das Rundum-Paket komplett gefallen. Von Schreibstil über Geschichte, zu der Idee, zu den Charakteren, zu den Emotionalen, die hier drin sind. Und es war einfach super. Ein glattes 5-Sterne-Buch, was definitiv eines meiner Jahreshighlights sein wird, wenn nicht sogar das Beste, weil ich bis jetzt noch nicht weiß, was dieses Buch toppen sollte in diesem Genre. Okay, was ist es eigentlich für ein Genre? Hier steht jetzt Roman. Ja, dramatischer Roman, so Drama, würde ich sagen. Eins wollte ich euch noch vorlesen. Hier, genau. Das habe ich ja eben auch gesagt. Gleichzeitig schön und unendlich traurig. Ein Buch, das noch lange nachwirkt. Es ist einfach so, wie ich gesagt habe. Man erfährt hier so viel Glück, so viel Trauer und man erkennt die Unterschiede. Und ach, ich könnte jetzt Stunden von dem Buch schwärmen. Aber ich lasse es mal. Ich werde euch auch mal meine Blog-Rezension unten verlinken. Schreibt mir doch mal, ob ihr dieses Buch auch schon gelesen habt. Ob es euch genauso gefallen hat oder vielleicht gar nicht. Was euch aber erzählt mir dann auch, was euch nicht gefallen hat. So. Und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video, meine Lieben. Ich hoffe, euch hat die Rezension gefallen. Und ja, ich freue mich auf. Tschüssi. The wind blows, but we're only alone to let go.